Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Drogerie-News-Update-Video. Die Drogerie ist voll mit Produktneuheiten und ich habe einige sehr, sehr spannende Produkte hier, die ihr mit Sicherheit noch nicht kennt. Und falls ihr sie kennt, bin ich super gespannt auf eure Meinung dazu. Wir haben eine neue Foundation, wir haben einen neuen Bronzer, neue Primer, eine richtig, richtig coole Lidschattenpalette und Highlighterpalette. Ich bin super gespannt, wie das Ganze in diesem etwas traurigen, etwas erröteten Gesicht aussieht. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch direkt an. Freunde, ich weiß, es nervt, aber ich habe gestern meine YouTube-Zahlen geguckt und aktuell ist es nicht ganz so, wie es eigentlich sein könnte. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und dem Video unbedingt einen Daumen nach oben gebt. Das hilft mir tatsächlich am meisten. Ich sehe immer, dass ungefähr 15.000 bis 20.000 Leute mein Video schauen. Es aber nur jeder 20. liked. Und ich würde mich freuen, wenn wir dieses Video auf, sagen wir mal, 3.000 Likes kriegen. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall einen riesen Gefallen tun. Und wir starten auch direkt mit einem Primer. Ich habe hier zwei neue Primer in der Hand. Einmal von Wet n Wild, das Prime Focus Primer Serum. Ich glaube, das ist nicht neu. Ich hatte das früher schon mal. Was aber neu ist, ist von Catrice, der Clean ID Insta Bright Serum Primer. Ich liebe den. Ich habe den auf dem Catrice-Kanal auch schon benutzt. Der ist aus der Clean-ID-Reihe und in der Clean-ID-Reihe wurde auf Inhaltsstoffe verzichtet, die schädlich für die Umwelt oder für die Haut sind. Silikone sind nicht mehr drin, Mikroplastik ist nicht drin, das Ganze ist vegan und ohne Parabene und ohne diesen ganzen Quatsch. Also eine sehr, sehr hautfreundliche Produktkategorie und das ist ein ganz spannender Primer. Ich habe viel zu viel benutzt. Der ist ganz leicht getönt, hat aber auf der Haut eigentlich nur so ein Glow-Effekt und blurrt so ein bisschen die Haut. Ich glaube, ihr könnt schon sehen. Das hinterlässt so einen ganz, ganz leichten Schein auf der Haut. Ich liebe den. Vor allen Dingen unter Foundations, die nicht so eine hohe Deckkraft haben, benutze ich den sehr gerne. Man muss ihn gut einarbeiten. Keine First Impression hier. Ich habe ihn, wie gesagt, schon mehrfach benutzt. Man muss ihn gut einarbeiten, weil ihr sonst so, hier seht das, sowieso kleine Streifen habt. Aber auch ohne Make-up sieht der wunderschön aus, weil er die Haut so ein bisschen, ja, perfektioniert. Hat einen ganz, ganz zarten Duft mit drin und hinterlässt halt diesen schönen, schönen Glow. Der ist aus einer Limited Edition. Ich weiß nicht, wie lange es sie gibt. Also schaut mal in eurer Drogerie vorbei. Ich kaufe eigentlich mein Make-up immer nur bei Rossmann. She's glowy. Ich habe viel zu viel benutzt. Ich arbeite mir das jetzt in die Hand ein. Sieht auch übrigens schön auf den Beinen oder auf den Armen aus, wenn man so einen leichten Glow und so ein bisschen Feuchtigkeit haben möchte. Jetzt, Freunde. Ich habe das gesehen vor einem halben Jahr bestimmt schon. Und zwar kennt ihr doch sicherlich alle den Augenlöscher von Maybelline. Und es gab, glaube ich, schon mal eine Foundation davon. Die war zwischendurch weg und ist jetzt wieder neu. Und das heißt, es gibt den Augenlöscher als Make-up. Mit Hyaluronsäure, Kollagen und Goji-Beeren, Lichtschutzfaktor 18. Ich habe gestern zufälligerweise ein ganz spannendes Video gesehen von Huda Beauty. Die hat ja eine neue Marke rausgebracht. Glow Wish, teste ich auch demnächst aus, falls ihr darauf Lust habt. Und sie hat in einem Video erzählt, warum sie keinen Lichtschutzfaktor mit reingemacht hat. Lichtschutzfaktor in Make-up und in Primern ist eigentlich Quatsch, weil es sind meistens nicht UVA und UVB-Filter mit drin. Ihr tragt niemals die Menge an Lichtschutzfaktor auf, selbst wenn da 50 drin ist, die ihr bräuchtet, um einen richtigen Schutz zu haben. Und man muss Sonnenschutz reapplizieren. Deswegen tragt immer vor Make-up eure Sonnencreme auf und dann alles, was on top raufkommt, ist gut, aber nur 18, das bringt nichts. So sieht das Ganze einmal aus, hat ungefähr 11 Euro gekostet, ist halt dieser klassische Augenlöscherkopf. Finde ich super spannend, ist wissenschaftlich getestet, exklusiver Mikrokorrekturapplikator, füllt und kaschiert Hautunregelmäßigkeiten, Formel mit Goji-Bären-Extrakt für straffere und geschmeidigere Haut, mildert feine Linien. Schaut mal, wie schön dieser Glow aussieht. Und es ist, Tatsache, nicht speckig. Also das ist jetzt runtergetrocknet und es ist mehr oder weniger trocken. Wir testen die Foundation jetzt aus. Habt ihr sie schon getestet? Dann schreibt mir doch jetzt unbedingt mein kleines Feedback in die Kommentare. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von dem Augenlöscher wegen des Applikators. Guess what? Es kommt! So sieht das Ganze einmal aus, wenn das Produkt rauskommt. Und wir tragen es jetzt einfach mal. Und ich habe noch eine andere Farbe in der Hand gehabt. Habe ich mich vergriffen? Ja. Aber es trägt sich gut damit auf. Also das ist die Farbe 45 Light Honey. Das ist
Dark Chestnut für mich. Oh, okay. Ich blende mir das Ganze jetzt hier einmal ein und wir schauen mal. Puh. Ich wette mit euch, es gibt bestimmt 5 Kommentare, die sagen, Maxim, endlich hast du deine richtige Farbe gefunden. Deckkraft sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Trocknet recht schnell runter. Oh Gott. Ich hatte euch nämlich eben bei Instagram gefragt, was ihr sehen wollt heute. Entweder Drogerieneuheiten oder ein neues Make-up von Judith Williams. Und ihr habt für Drogerieneuheiten abgestimmt. Und bei Judith gab es aber ein Produkt, was die Foundation dunkler macht. Und das habe ich extra mitgenommen, weil ich dachte, ach, vielleicht ist sie zu hell. Ich habe sie noch getestet. Schaut mal, hier habe ich sie getestet. Wahrscheinlich ist das genau die richtige Farbe für den Sommer für mich. Die Farbe an sich ist schön. Ich muss auch sagen, dass Maybelline bzw. L'Oreal auch eine sehr, 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 sehr gute Farbrange mittlerweile auch in der Drogerie an den großen Theken hat. Also da sind auch wirklich schöne dunkle Farben mit dabei. Also Deckkraft, würde ich sagen, ist eine Medium Coverage. Farbe ist ein bisschen dunkel, ein bisschen doll dunkel für mich jetzt, aber zeigt einfach, dass es auch mehr als 3 Farben gab. Ne? Also es waren, glaube ich, 8 Farben in der Drogerie und ich glaube, die Foundation gibt es auch in 20 Farben insgesamt online. Vom Finish her aber sehr schön. Also das ist jetzt nicht Full Coverage, das ist eher so ein bisschen Medium und recht, das fühlt sich an, so ein bisschen wie Silikon auf der Haut. Ganz, also schönes Silikon, ne? Nicht so glitschig. Concealer habe ich keinen neuen aus der Drogerie. Welcher aber neu ist, ist der Tarte Ultra Creamy Concealer. Ist farblich natürlich jetzt a lot. Ich hatte ja früher den Tarte Shape Tape gerne benutzt und habe ihn dann irgendwann nicht mehr benutzt, weil er sich unter meinen Augen so abgesetzt hat. Der hier ist fantastisch. Sehr cremig. Die Deckkraft ist nicht so hoch wie beim originalen Tarte Shape Tape, aber trotzdem noch hoch. Und der creased nicht. Der sieht auch ungepudert wunderschön bei mir aus. Also, falls ihr euch für den interessiert habt, meine Review, ich liebe ihn. Ich probiere jetzt auch mit dem Concealer so ein bisschen die Foundation etwas wieder aufzuhellen. Das ist das Schöne daran. Ich sage auch immer, geht bei Foundation lieber ein Stückchen heller als dunkler, weil dunkler machen ist leichter als heller machen. Also, was ich jetzt merke auf der Haut, dass der Concealer so ein bisschen rutscht. Dass die Foundation so ein bisschen, ja, die ist halt... Die hat sich nicht so mit der Haut verbunden. Das ist eher wie so eine extra Schicht auf der Haut. Okay, Concealer ist einmal ausgeblendet. Ich muss sagen, jetzt so mit Concealer und allem drum und dran sieht das okay aus. Ich weiß nicht, ob ich die Foundation mag. Ich kann euch jetzt natürlich noch keine Langzeit-Review geben. Ich muss sie mir auch dann in der richtigen Farbe kaufen, um das zu testen, weil so gehe ich definitiv nicht raus. Das ist, der Sprung ist mir persönlich viel zu groß. Eine Sache, die ich euch am Montag schon gezeigt habe... Die neueste ist aus der Super Dewy-Reihe von Makeup Revolution. Diese Liquid Blushes. Der hat im letzten Video, beziehungsweise als ich ihn das letzte Mal benutzt habe, so, so gut gehalten. Ihr braucht nur eine ganz, ganz kleine Menge. Normalerweise benutze ich ja hier die Cheeky-Dinger. Die sind eher so ein bisschen gelartiger. Der wird recht matt. Ich nehme jetzt hier von Love einen Pinsel, arbeite mit den erstmal in der Hand ein. Und ihr seht schon, der lässt sich sehr gut ausblenden. Und dann presse ich mir den einfach hier hin und wärme damit so ein bisschen das komplette Gesicht auf. Ich habe auch gleich noch einen Bronzer. Allerdings wollte ich euch den einmal zeigen, jetzt wo ich das Make-up noch nicht gesettet habe. Hat eine schöne Deckkraft. Ich nehme noch ein bisschen für die andere Seite. Der ist auf den Lippen auch wunderschön. Also große Empfehlung, falls ihr den mal findet. Könnt ihr euch mitnehmen. Ist, glaube ich, auch nicht so teuer wie die von Maybelline. Die Cheeky-Dinger. Ist aber auch vom Finish her so ein bisschen anders. Aber Cream Blushes sind im Moment total im Trend. Natasha Denona hat heute auch neue welche rausgebracht, wollte ich mir kaufen und dann dachte ich mir, 26 € für einen Cream Blush ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber so gefällt mir die Base sehr gut. Ich könnte jetzt so rausgehen, ist frisch, ein bisschen sommerlich. Ich sette das Ganze einmal und dann sehen wir uns für den Bronzer wieder. Okay, Base ist einmal fertig, wir machen weiter mit einem Bronzer. Und da gibt es den Bronze to Paradise Bronzer von L'Oréal Paris mit 91% natürlichen ursprünglichen Inhaltsstoffen. Ich habe den jetzt in der Farbe Baby One More Tan. Ich weiß nicht, ob es ihn in einer noch anderen Farbe gab. Sieht aber sehr schön aus. Hat mich so ein bisschen an den Melon Dollar Blush erinnert, den ich ja über alles liebe. Ich habe ihn viel zu lange nicht mehr benutzt, aber ich liebe ihn. Ich glaube, der war auch neu. Ich nehme jetzt hier einfach so einen fluffigen Bronzer Blush Pinsel und gehe hier rein. Sieht gut aus und wir tragen uns ihn einmal auf. Ich glaube, dass man jetzt davon... Hat der Schimmer drin? Nee, ich glaube, der hat keinen Schimmer drin. Oh! Ich
Ich höre nichts mehr. Hier. Huh. Okay. Habe ich einen Hörsturz? Ich höre nichts mehr. Sekunde. Okay, 5 Minuten später. Ich höre immer noch nichts auf dem rechten Ohr. Ich werde gleich mal zum Ohrenarzt gehen, glaube ich. Das war auf einmal, hat das so gemacht, dann hat es gepiept und dann war weg. Es ist so richtig dumpf, als wäre hier so ein Tropfen Wasser drin. Aber der Bronze... Oh Gott, Gott, ich fahre morgen in Urlaub, bitte! Andere Sache. Der Bronze sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe jetzt erstmal nur die eine Seite gebronzt. Er ist recht warm, könnte jetzt aber auch daran liegen, dass die Foundation einfach recht dunkel ist. Ich zeige euch aber nochmal, wie ich ihn auftrage. Also ich gehe einfach hier nur ein bisschen lang. Und die Pigmentierung ist sehr, sehr gut. Ihr braucht nicht viel, der wärmt nämlich schon gut auf. Ich gebe mir den gerne jetzt hier so ein bisschen auf die Nase. Frisch aus dem Urlaub gekommen, oder? Auch so die Farben hier. Sonnenuntergang Mauritius. Ich höre nichts mehr, ich war gerade tauchen. Ja, Freunde, dann machen wir nur mit einem Ohr weiter. Base gefällt mir sehr, sehr gut. Wir machen ein bisschen Highlighter drauf, weil der muss jetzt natürlich sein. Und das ist ebenfalls aus der Clean ID, diese Highlighter-Palette. Ultra hochwertig gemacht. Sehr... Ah! Egal, wir ziehen jetzt durch, Freunde. Sehr hochwertig gemacht, sind 3 verschiedene Farben drin. Die gibt es auch noch in Roségold. Das ist jetzt die goldene Version. Ich nehme jetzt hier die Farbe Sparkling Sand. Das sind gebackene Highlighter und die sind recht soft. Aber ihr könnt sie gut aufbauen. Wenn ihr eine nasse Base habt, dann kommen sie gut raus. Ich gebe mir die jetzt einfach komplett so ein bisschen überall hin, denn das gibt dem ganzen Gesicht einen sehr zarten Glow. Also das ist nicht der typische Highlighter, sondern eher so dieser... Ich glowe von innen. So, ihr kleinen Mäuse des rechten, nicht funktionierenden Ohrs mehr. Ich sehe schon die Kommentare. Oh mein Gott, brich ab, geh zum Arzt. Mache ich auch gleich. Warte jetzt mal eine Stunde, vielleicht kommt es wieder. Jetzt tut es aber gar nicht weh. Aber was weh tut, weil es so cool ist, ist die BH Cosmetics Say It Kollektion. Die haben sehr provokante Namen. Das ist die, die jetzt am wenigsten die Gefahr läuft, dass sie demonetarisiert wird. I'm shook. Aber wie schön sind bitte diese Farben? Es sind 6 verschiedene Paletten in verschiedenen Farbabstufungen. Es gibt ein Pinselset dazu und es gibt Lipglosse dazu. Schaut euch bitte mal diese Farben an. Das ist so ein bisschen Jeffree Star-like. Jetzt aber in der Drogerie und ich bin super gespannt, wie die aussehen. So sieht das Ganze aus und ich bin gespannt, was wir schminken. Ich glaube, ich will heute einen sehr monochromen, alltagstauglichen blauen Look schminken. Ich nehme jetzt als erstes hier einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Silent Mode. Wenig Kickback, setze ich mich hier außen hin und sie leuchtet jetzt schon. Die sieht ein bisschen aus wie mein Blau aus meiner Palette, das helle Blau. Schaut mal, wie schnell, das ist super, super deckend. Und das ist ein Blending Brush. Manchmal werde ich gefragt, warum ich das nochmal differenziere. Ob ich sage, es ist ein Blending Brush oder ein Packing Brush. Mit einem Blending Brush ist es schwieriger, Pigment aufs Auge zu bringen. Das heißt also, ich empfehle euch, wenn ihr wirklich die Deckkraft haben wollt, presst das Pigment so hin. Ich habe jetzt aber hier einen Blending Brush genommen, weil ich eigentlich so einen leichten blauen Look wollte. Not today. Jetzt nehme ich mir einen Packing Brush, der ist ein bisschen fester gepresst und gehe in die Farbe Personal Space, ein dunkles Blau, und gebe mir das komplett auf mein Lid. Auch das ist sehr deckend. Na, die ist ein bisschen schwächer, ist deckend, aber schwächer deckend. Und mein Lid war gesettet. Ne? Also wenn ihr ein nicht gesettetes Lid habt, dann seid vorsichtig, weil dann wird es wahrscheinlich echt schwierig, das ausgeblendet zu kriegen, weil sie so pigmentiert sind. Das bin echt beeindruckt. Aber ich habe es neulich schon mal gesagt und auch morgen, nee, Freitag, zeige ich euch ein Video mit den 10 besten BH Cosmetics Lidschattenpaletten, die man in seiner Make-up-Sammlung haben sollte, wenn man wirklich auf viele verschiedene Lidschatten steht und daran Spaß hat. Die hatte ich bis dato noch nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass die anderen 5 auch extrem gut sind. Ich nehme jetzt hier nochmal einen kleinen Pinsel, gehe in das Blau und gebe mir das hier vorne nochmal hin. Ich liebe ja auch im Moment blaue Lidschatten. Ne? Blau und Grün ist im Moment mein Vibe. Ausblenden tue ich das mit Silent Mode, dass wir das nochmal so ein bisschen aufgehellt kriegen hier unten. Ich finde, dass die Farben in der Kamera nicht so rauskommen wie in echt. Hier in echt ist dieses Hellblau wesentlich knalliger. Okay, ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe On Hold. Das ist so ein Schimmerblau und damit gehe ich einfach hier... Fallout. Einfach oben rüber. Ich empfehle euch bei blauen Lidschatten, macht eure Base
danach. Sonst habt ihr echt ein Problem. Und vorne in die Farbe Getting Lost. Das ist so ein schöner Silber-Highlighting-Ton. Der hat aber so ein bisschen blaue Reflexe drin. Ich habe mir einmal noch ein bisschen schwarzen Kajal auf die Wasserlinie gegeben. Und wir benutzen jetzt eine Mascara, die mehr oder weniger neu ist. Ich möchte euch dazu aber ein Update geben. Das ist die Sky High Mascara von Maybelline. Die ist ja völlig viral gegangen. Ich liebe, liebe, liebe diese Mascara. Sie macht mit die schönsten Wimpern und ist für mich ein gutes Drogerie-Dupe zu der Gucci-Mascara, die ich ja auch schon mal reviewed hatte vor einem Jahr, glaube ich schon. Allerdings fand ich sie damals nicht so gut. Sie ist aber im Laufe der Zeit besser geworden, beziehungsweise hat sich das, was ich mag, an meinen Wimpern verändert in die Richtung, dass ich sage, das ist ein sehr, sehr gutes Dupe dazu. Ich hoffe, dass sie bald wiederkommt. Ansonsten schaut mal online oder bei Amazon oder bei Beauty Bay. Irgendwo muss es diese Mascara geben auf der Welt. Also die Base ist fantastisch. Lidschatten extrem pigmentiert. Ich weiß jetzt nicht, ob blau für jede von euch oder jeden von euch das Richtige ist. Es gibt aber 5 verschiedene. Schaut also bei BH Cosmetics gerne mal vorbei. Dann könnt ihr euch da eine aussuchen mit dem Code MAXIM10. Spart ihr immer auf BH Cosmetics. Die ist echt krass. Also das sind wunderschöne Blautöne drin, die man auch so als Pop of Color in seiner Kollektion benutzen kann. Ich bin ja ein Freund davon, dass man mehrere Paletten hat. Man muss nicht 100 haben. Aber so vielleicht 5 oder 6 Paletten, wo man immer kombinieren kann, weil so ein Blau und diese Schimmertöne vor allen Dingen hier, das ist schon echt wunderschön. Ich weiß jetzt nicht, ob wir diesen Ton hier benutzen sollen. Ich glaube, das ist zu viel. Aber auf einem schwarzen Liquid Lipstick kann ich mir den auch gut vorstellen. Kommt, ich mach mal die Lippen schwarz. Kennt ihr einen guten schwarzen Lippenstift aus der Drogerie? Ich habe einen von Lethal Cosmetics, der ist fantastisch, aber so richtig schwarz aus der Drogerie kenne ich persönlich nicht. Ich liebe schwarze Lippen. Ich finde, es sollte viel, viel alltagstauglicher werden. Das ist der Gloss in der Farbe. Let that shape go. Wow. Riecht gut, so ein bisschen nach Erdbeere. Man kann ja von Jeffree Star halten, was man möchte. Ich benutze ihn ja auch nicht mehr hier auf dem Kanal. Aber die Verrücktheit an Produkten, die war schon echt krass bei ihm. Jetzt gibt es eine gute Alternative von BH Cosmetics. Mega schöner Reflex, vor allen Dingen jetzt auch mit diesem T-Shirt, ne? Ich würde jetzt vielleicht einen schlichteren Augenlook benutzen und dann so eine Statement-Lippe. Ansonsten, I love it. Und das ist einmal mein neuer Drogerie-Make-up-Look. Absolut nicht alltagstauglich, würde ich jetzt behaupten. Falls es für euch im Alltag ist, I love you, I stan. Falls nicht, I love you auch. Ansonsten, ich muss schon sagen, hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Bei der Foundation bin ich mir unsicher, muss ich weiter testen. Freunde, was für eine Neuheit in der Drogerie. Ich liebe sie. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Liken und Teilen und Kommentieren. Und wir sehen uns am Freitag wieder. Passt auf euch auf.